Herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Treuber. Ich lese aus meinem Buch Mein Weg nach Catan. Wenn ich an einem Spiel arbeite, diskutiere ich in meinen Gedanken bisweilen mit mir selbst, beziehungsweise mit meinem zweiten Ich, das mir nur zu gerne widerspricht. Dieser Prozess ähnelt der Analogie mit dem Engelchen und dem Teufelchen, die sich in unserem Gehirn streiten und hoffen, von uns recht zu erhalten. Oft, wenn ich bei einer Spielentwicklung eine Idee euphorisch zu Papier gebracht hatte, meldete sich das Teufelchen, das meine Idee in Frage stellte. Da das Teufelchen oft recht hatte, ich aber einem dunklen Wesen keinen Einfluss auf meine Gedanken einräumen möchte, taufe ich meinen inneren Widerpart lieber auf den Namen Zweifel. Zweifel ist ein starker Partner der Kreativität. Um die Bedeutung des Zweifels als korrigierender Partner und nicht als Feind meines kreativen Schaffens zu betonen, nenne ich ihn im nachfolgenden Dialog, vollständigkeitshalber, Gefährte Zweifel. Ich saß in meinem Refugium und bemalte viereckige Felder, die ich jeweils in drei verschiedene Landschaften aufteilte. So illustrierte ich gerade ein Feld mit einem Acker, einem Gebirge und einem Wald. Während ich gemütlich vor mich hinmalte, erwachte Gefährte Zweifel aus seinem Schlaf. Das Ackerland erinnert eigentlich mehr an einen Sumpf. Willst du dir beim Malen nicht etwas mehr Mühe geben? Ist doch wurscht, antwortete ich, etwas genervt darüber, von Gefährte Zweifel bei meiner beschaulichen Entwicklungsarbeit gestört zu werden. Hauptsache, wir wissen, dass dies hier Weizen ist, und malte unbeeindruckt weitere braune Wellen in grün eingefärbtes Ackerland. Jetzt bin ich gespannt, welchen Unsinn du mit den Feldern anstellst. Das wirst du gleich sehen, reagierte ich gelassen auf die respektlose Bemerkung meines Gefährten. Ich schnitt die Felder aus und legte eines davon, ich hatte es mit Meer, Wald und Hügelland bemalt, in die Tischmitte. Ich tippte auf den Meeresabschnitt des Feldes. Hier sind wir gerade mit unserem Schiff an der Küste einer unbekannten Insel gelandet. Im Schiff befinden sich landhungrige Siedler. Die steigen jetzt aus. Ich stellte vier kleine Halmerkegel stellvertretend für die ausgestiegenen Siedler auf den Meeresabschnitt. Jetzt ziehen wir einen Siedler auf den angrenzenden Wald und einen in das angrenzende Hügelland. Da stehen sie nun, unsere Siedler, und hungern und frieren ordentlich, stichelte Gefährte Zweifel. Nein, sie erkunden weiter. Das heißt, wir suchen nach einem Feld, das entweder einen Anteil Hügelland oder einen Anteil Wald besitzt. Dieses Feld legen wir passend an das Hügelland oder den Wald unseres ersten Feldes, ziehen unsere Siedler darauf und entdecken weitere Felder mit ihnen. Auf diese Weise entsteht im Lauf des Spiels eine abwechslungsreiche Landschaft. Abwechslungsreiche Landschaften zu schaffen ist reizvoll, aber das ist noch lange kein Spiel. Vielen Dank. Bei der nächsten sechsten Lesung geht es weiter. Dann kommen wir der Siedler von Catan etwas näher. Bis zum nächsten Mal.